Hallo und herzlich willkommen bei Treffpunkt Freizeit. Schön, dass Sie auch dieses Mal wieder eingeschaltet haben bei Ihrem Wochenendmagazin. Ja, und dieses dreht sich dieses Mal um Wintersport und das auf ganz besondere Art und Weise. Unser erster Beitrag nimmt Sie mit nach Oberstdorf. Dort gab es nämlich Eiskunstlauf gepaart mit Musik, besser gesagt mit Musicals. Musicals on Ice, was es damit auf sich hat, das sehen Sie jetzt. Die vollbesetzte Halle in Oberstdorf. Hier haben gestern Eislaufstars aus vielen europäischen Ländern die schönsten Lieder aus 21 Musicals in Szene gesetzt. Eines durfte dabei natürlich nicht fehlen, die West Side Story. Bei einem der anderen großen Höhepunkte des Abends spielten Seile eine ganz wichtige Rolle. Das Highlight des ersten Teils ist sicherlich Tarzan. In dem Moment, wo die kleinen Affen, die ganz, ganz kleinen aus unserem Verein am Eis rumkriechen und rumkrabbeln und gerade so ihre Anfänge zeigen, was sie jetzt so gelernt haben im letzten Jahr. Und dann kommen Nelly Shiganshina und Alexander Gashi, die an den Seilen durch die Lüfte schwingen. Das ist einfach fantastisch. Ich denke, da springt der Funke spätestens über. Das gestrige Musicals on Ice war bereits die dritte Show dieser Art in Oberstdorf. Ein halbes Jahr dauerten die Vorbereitungen, 4 Wochen allein die Proben. Wie lohnend dieser Aufwand war, zeigt unter anderem die Choreografie zu Moulin Rouge. Das ganze Ensemble ist sehr international, also das geht über Italien, Holland, Ukraine, Tschechei. Viele von den Sportlern oder fast alle Sportler trainieren in Oberstdorf ganzjährig, manche sind aber auch extra angereist. Ebenfalls auf dem Programm Miss Saigon. Hier zeigte die Oberstdorferin Jennifer Urban jede Menge Gefühl. Solch eine Show vor 1800 Zuschauern ist auch für die geübte Sportlerin etwas ganz Besonderes. In unserem Programm, die wir auch bei Wettkämpfen oder so laufen, da verkörpern wir ja auch eine Figur sozusagen. Oder wenn wir jetzt auf Tango laufen oder so, sagen wir mal eine Musikrichtung, verkörpern wir ja auch eine Figur. Aber bei einer Show ist es natürlich noch was anderes. Es ist noch ein anderes Feeling, finde ich. Insgesamt waren an dem Abend rund 50 Sportler auf dem Eis. Eine von ihnen war die amtierende Europameisterin Carolina Kostner. Die Südtirolerin heizte den Zuschauern ganz schön ein mit ihrer Interpretation des Musicals Chicago. Im Sommer soll es mit den neuen Stücken weitergehen. Dann soll vor allem der Akrobatikanteil noch mal deutlich erhöht werden. Auch im Internet finden Sie Treffpunkt Freizeit unter anderem auf www.tv-allgäu.de. Und hier gibt es jetzt erstmal die Treffpunkt-Infos. Am Sonntag ist es wieder soweit. In Oberstaufen findet die deutsche Meisterschaft im Wintertriathlon statt. Auch dieses Jahr gibt es wieder 3 verschiedene Kategorien. Das Elite, das Jedermann und das Staffelrennen. Bei allen 3 Rennen starten die Teilnehmer über die Distanzen von 6 Kilometer Laufen, 12 Kilometer Mountainbike und 8 Kilometer Skilanglauf. In diesem Jahr gibt es ein paar Besonderheiten. Zum einen zählt das Elite-Rennen für den internationalen Europacup. Deshalb wird das Teilnehmerfeld sehr hochkarätig sein. Zum anderen wird beim Staffelrennen wieder die schnellste Betriebsmannschaft gesucht. Die Tourismusgemeinschaft Südliches Allgäu hat im vergangenen Jahr einen neuen Rekord aufgestellt. Die Gästeankünfte in den 6 Ostallgäuer Mitgliedsgemeinden sind um mehr als 9% gestiegen. Insgesamt besuchten rund 80.000 Gäste die Region, so viele wie noch nie.
Auch die Zahl der Übernachtungen ist um 4% gestiegen. Dies teilte die Tourismusgemeinschaft Südliches Allgäu jetzt mit. Im gesamten Allgäu waren rund 2,8 Millionen Urlauber zu Besuch. Das sind im Vergleich zum Vorjahr rund 9% mehr. Wir verteilen für Sie Brezeln. Starten Sie gut in eine neue Woche mit TV Allgäu Nachrichten. Augen auf und dann heißt's guten Appetit. Halten Sie Ausschau nach dem TV Allgäu Nachrichten Brezenmobil und freuen Sie sich auf frische Brezen der Allgäuer Bäckerinnungen. TV Allgäu Nachrichten wünscht einen guten Start in die neue Woche. Der Start ins Wochenende wird überwiegend freundlich mit milden 8 Grad. Nur im Oberallgäu kann es ab und zu ein paar Regentropfen geben. Der Sonntag ist der ungemütlichere Tag vom Wochenende. Es regnet im gesamten Sendegebiet und es kann sogar hin und wieder schneien. Zum Wochenbeginn wird es wieder trocken. Bei Temperaturen um die 6 Grad gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Am Dienstag kehrt dann das Schmuddelwetter wieder zurück. Es regnet den ganzen Tag und in höheren Lagen kann es auch schneien. Der Mittwoch bleibt teils regnerisch, jedoch lässt sich ab und zu die Sonne blicken. Wie zu Beginn der Ausgabe versprochen, dreht sich auch unser zweiter Beitrag um Wintersport auf ganz besondere Art und Weise. Und zwar dreht sich alles um Skier. Nicht auf der Piste, sondern im Skimuseum in Fischen. Historische Ski, alte Wintersportgeräte und die Ausrüstung erfolgreicher Allgäuer Sportler. Sie sind der Kern der Exponate im FIS-Skimuseum in Fischen. Besonders stolz ist man hier auf einen wertvollen, detailgetreuen Nachbau des bislang ältesten gefundenen Skis sowie die Kopie einer frühen Felszeichnung, auf der Menschen auf Ski zu sehen sind. Zwei echte Schmuckstücke im komplett ehrenamtlich geführten Museum. So eine Art Gleitholz oder Brett, wo auf dem Schnee läuft, das haben sich die Leute immer schon zunutze gemacht. Und so sieht man da hinten eine alte Steinzeichnung von 2500 vor Christus, die in Norwegen ist. Und da sieht man also auch genau so eine Art Skifahrer mit Gleithölzer. Ja, wir haben auch den ältesten Ski als Replika bei uns, der also 4000 Jahre alt ist, hat man in Schweden in einem Moor gefunden. Und ist etwa 10 cm breit und 1,60 m lang. Ebenfalls ganz nah zu erleben, eine Werkstatt, wie sie bei einem Allgäuer Skihersteller um die Wende des 19. zum 20. Jahrhundert ausgesehen haben könnte. Richtige Skihersteller in dem Sinn, wie wir das kennen, hat es nicht gegeben. Die Handwerker in früherer Zeit haben sich das zunutze gemacht und haben die Skier hergestellt. Wie zum Beispiel die Schreiner oder die Wagner, alle, die mit Holz zum Tür gehabt haben, haben sich Modelle beschafft aus Norwegen oder Skandinavien und haben dann den Ski bei uns in dem Sinne nachgebaut. Eine uns heute kurios erscheinende Randnotiz. Bis Mitte der 30er Jahre hinein war es verpönt, wenn Frauen statt Röcken Hosen getragen haben. Auch beim Skifahren. Welch wichtige Rolle die Ski beim Bergsteigen gespielt haben, zeigt diese Ecke der Ausstellung. Hier ist die Ausrüstung zu sehen, mit der ein kleines Kapitel Alpingeschichte geschrieben wurde. Ja, das haben wir dargestellt, um zu zeigen, dass seit es den Ski gibt, kann man auch im Winter auf die Berge. Vorher war das nicht möglich. Und der Mattlehner aus Kempten und Heimhuber aus Sonthofen, die haben erstmals 1901 das Nebelhorn bestiegen mit Skier und haben damals 2 Tage gebraucht. Doch spielten Ski damals nicht nur bei Bergsteigern eine wichtige Rolle. Sie waren auch eine unverzichtbare Hilfe im Alltag. So konnte die Post von Fischen nach Balderschwang jahrelang nur mit ihrer Hilfe transportiert werden. Ein einzelner Briefträger war so einen kompletten Tag lang beschäftigt. Aber auch manche Überraschung hält das Museum parat. So ist dort auch einer der ersten Carving-Skis der Welt zu sehen. Er stammt vom Beginn des 20. Jahrhunderts. Wir haben da einen Ski bei uns im Museum, der also schön tailliert ist, von 1910. Es wird behauptet, dass der Carving-Ski, der also auch tailliert ist, heute neue Erfindung ist. Es ist also nicht so. 1910 haben sie also auch schon gewusst, dass sie mit einem taillierten Ski besser fahren können. Es waren natürlich zu der Zeit immer wieder so Versuche mit verschiedenen Materialien und verschiedenen Skibreiten, Skilängen. Und da haben die halt immer ausprobiert. Aber das Taillierte haben sie damals dann auch schon herausgefunden, dass das geht. Ebenfalls zu finden, einige Raritäten wie dieser Klappski, der beim Militär eingesetzt wurde. Oder auch einige frühe Varianten von Schneeschuhen.
Im Raum für die Geschichte des Skisprungs wird an einer Wand die Entwicklung der Sprungski von 1925 bis 1985 aufgefächert. Interessant, noch bis vor einigen Jahrzehnten standen im ganzen Allgäu verteilt mehrere Sprungschanzen. In einem Extraraum sind Originalplakate und Medaillen erfolgreicher Allgäuer Olympioniken ausgestellt. Und auch sie erzählen die Geschichte einer bewegten Vergangenheit. 1940 hätte die Olympiade in der Schweiz sein sollen. Die Schweizer haben kurzfristig zurückgegeben. Dann hat man gesagt, ja, um Gottes Willen, was machen wir denn jetzt? Also haben sie gesagt, Deutschland, ihr habt es 36 hervorragend gemacht, macht es doch nochmal. Also sie haben den Zuschlag gekriegt. Es hat ein offizielles Plakat gegeben, wie Sie da unten sehen, aber mit einem politischen Hintergrund. Die Spiele sind aber nie ausgeführt worden, weil natürlich politische Einflüsse ins Spiel gekommen sind. Eine besonders anrührende deutsch-deutsche Geschichte weiß eine unscheinbare Olympiafahne zu erzählen. Wir haben da eine Original-Olympia-Flagge von Grenoble 1968. Das war damals eine Geschichte mit der Fahne. Die ersten ostdeutschen Sportler sind damals also abgehauen, wie man so schön bei uns sagt. Ein deutscher Funktionär hat diese Sportler dann versteckt in seinem Apartment. Die Sache ist dann gut ausgegangen. Und der Bürgermeister von Grenoble hat diesem Funktionär die Fahne als Andenken und als Dank geschenkt. Einer der damals geflohenen DDR-Sportler hat vor einiger Zeit das Fischende Museum mal besucht. Die Geschichte dieser Flagge rührte dabei nicht nur ihn zu Tränen. Wer selbst einmal ein paar der vielen kleinen und großen Geschichten des FIS-Ski-Museums hören will, dem stehen immer dienstags und donnerstags von 15 bis 17 Uhr die Türen dafür offen. Übrigens, Einheimische sowie Gäste der Hörnergruppe haben freien Eintritt. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.skimuseum-fischen.de. Und mit diesen Bildern aus dem Skimuseum in Fischen sind wir auch schon wieder am Ende der aktuellen Ausgabe angelangt. Ich darf mich von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen noch ein schönes Restwochenende. Tschüss und auf Wiedersehen.